Sie schweben durch dunkle Tunnel, sehen helles Licht oder verlassen den eigenen Körper. Menschen, die in Lebensgefahr waren und überlebt haben, berichten immer wieder von solchen Nahtoderfahrungen. Die Erlebnisse klingen so faszinierend wie unglaublich. Unter Wissenschaftlern sorgen sie für reichlich Diskussionen. Was steckt dahinter? Wie kann es zu solchen Erlebnissen kommen? Und gibt es Erklärungen dafür? Darüber sprechen wir jetzt bei Alpha und Omega. Damit herzlich willkommen. Bei mir im Studio begrüße ich Sabine Mehne. Sie ist Physiotherapeutin und systemische Familienberaterin. Sie hatte durch eine Krebserkrankung im Jahr 1995 eine Nahtoderfahrung, die ihr Leben nachhaltig veränderte. Heute ist sie als Autorin und Rednerin zu diesem Thema bundesweit unterwegs. Pfarrer Dr. Gernot Meyer ist Weltanschauungsbeauftragter der Evangelischen Landeskirche in Baden. Er berät Menschen, die paranormale Phänomene erleben, wie zum Beispiel Spuk, Exorzismus oder Nahtoderfahrungen. Professor Wilfried Kuhn ist leitender Arzt der Neurologischen Klinik in Schweinfurt. Er beschäftigt sich seit rund 25 Jahren mit Grenzerfahrungen zwischen Spiritualität und Wissenschaft und hat seine Meinung über Nahtoderfahrungen geändert. Frau Mehne, Sie sind im Alter von 38 Jahren an einem hochaggressiven Krebs erkrankt. Sie sind damals mit unglaublichen Schmerzen auch ins Krankenhaus gekommen. Dort gab es eine Ultraschalluntersuchung und währenddessen hatten Sie ein Nahtoderlebnis. Können Sie uns kurz zusammenfassen, was Sie da erlebt haben? Ja, also es ergreift mich immer noch, auch wenn es schon so lange her ist, darüber zu sprechen, weil eigentlich gibt es keine Worte. Ich hatte das Gefühl, in einer völlig anderen Welt mich wiederzufinden, womit ich mit keinster Weise gerechnet hätte. Und es geschah so plötzlich und überraschend, dass ich oben aus meinem Kopf, aus meinem Körper ausgestiegen bin, beziehungsweise ich auch das Gefühl hatte, da ist eine Kraft, die mich holt. Also es ging von zwei Seiten aus, aber so überraschend und so schnell, dass ich ganz irritiert im ersten Moment war. Ich sah wohl meinen Körper von oben, wusste auch, das ist mein Körper, aber er war mir ganz egal. Und das Überraschendste war für mich, ich hatte bis dahin niemals gedacht, dass man ohne Körper existieren kann. Als Physiotherapeutin habe ich mich immer um die Körper bemüht und nun hatte ich erlebt, dass ich ohne meinen Körper existierte. Und zwar in einer Form, die ich als lebendiger und noch schöner empfunden habe, als ich jemals zuvor mich wahrgenommen habe. Das war wirklich überraschend. Und bei mir war es dann auch so, dass ich sehr, sehr schnell mit diesem wunderschönen Licht verschmolzen bin, also regelrecht eins geworden bin, dass ich sogar sagen möchte, ich hatte das Gefühl, dass auch meine Ich-Identität sich aufgelöst hatte, zumindest keine Rolle mehr gespielt hat. Und das fand ich irgendwie fantastisch, weil in diesem Zustand ich auch mit einer Form der Liebe oder mit einer Glückseligkeit und einer Freiheit auch in Berührung gekommen bin oder mit ihr eins geworden bin, was ich aus meinem irdischen Leben bis dahin überhaupt gar nicht kannte. Also so viel für den Moment. Ja, Sie sind aber doch in Ihren irdischen Körper wieder zurückgekehrt. Ja. Erinnern Sie sich an diesen Moment und wie hat es sich angefühlt? Ja, das ging also leider genauso schnell auch wieder zurück wie raus. Ich hatte also nicht die Möglichkeit, mich zu entscheiden. Und ich fand das ganz, ganz furchtbar und ganz grässlich, weil natürlich in dem Moment auch die Schmerzen wieder da waren. Und ich hatte den Eindruck, ich passe überhaupt nicht mehr in diesen Körper rein. Also der war mir wie zu klein geworden, wie eine Zwangsjacke quasi. Und das fand ich ganz grausig eigentlich, weil von meinem Empfinden wäre ich liebend gerne dort geblieben. Das muss ich schon sagen. Obwohl Sie Kinder zu Hause hatten. Aber. Ja, trotzdem. Ja. Herr Kuhn, wann spricht man denn von einem Nahtoderlebnis, von einer Nahtoderfahrung? Also vorweg, der Begriff ist ja noch nicht so alt. Der ist ja 1976 in den USA und dann 78 auf Deutsch von diesem amerikanischen Psychiater Raymond I. Moody geprägt worden. Er hat so Fälle zusammengefasst, die er so gehört hat in den letzten 10, 20 Jahren, wo er als Psychiater gearbeitet hat, und hat die zum ersten Mal als Buch publiziert. Und in diesem Fall und in diesem Buch werden diese Fälle beschrieben und es sind überwiegend Fälle, wo Menschen in Todesnähe eine Erfahrung machen oder Erlebnisse machen, die dann eben außergewöhnliche Wahrnehmung haben dadurch. Die Menschen sind meistens
bewusstlos, komatös sogar, im Kollegen im Koma, und berichten dann danach über eine ganz klare Wachheit, eine ganz klare, ein ganz klares Bewusstsein, ein sehr angenehmes Bewusstsein, sehr, sehr positiv gefärbtes Bewusstsein, mit sehr viel Liebe verbundenes Bewusstsein. Und es gibt dann eine ganze Reihe von Phänomenen, die geschildert werden. Nicht bei allen Nahtoderfahrungen treten die auf. Es gibt aber so eine gewisse Sequenz, obwohl die nicht hundertprozentig verbindlich ist. Frau Mehne hat es ja schon gesagt, es fängt an mit dem Verlassen des Körpers in den meisten Fällen, ein angenehmes Gefühl. Dann ist es so, dass man vielleicht ein bisschen hin und her schwebt. Man sieht vielleicht dann den Körper unter sich liegen, kann sich vielleicht mit dem Körper gar nicht mehr identifizieren. Man bewegt sich vielleicht innerhalb des Raumes, man hört die Gespräche der Ärzte und der Schwestern. Und dann kommt oft als nächster Schritt so ein Tunnel, wo man sich dann auf ein Licht zubewegt. Das Licht wird immer größer. In diesem Tunnel kann es auch sein, dass, oder vor dem Tunnel auch schon, dass da so eine Art Lebensrückblick passiert. Und dann in diesem Licht, es wird immer wieder mal geschildert, dass dann ein Kontakt mit fremden Wesenheiten da ist. Verstorbenen Verwandten, überwiegend, also 99% verstorbene Verwandte, aber auch Wesenheiten, Lichtwesen werden die meistens bezeichnet, die manchmal zugeordnet werden, zum Beispiel Jesus oder auch in anderen Kulturen vielleicht Krishna und so weiter. Aber es ist immer mehr nur eine telepathische Verbindung. Es ist nie so, oder soweit ich das gelesen habe, nie so, dass derjenige dann sagt, ich bin jetzt Jesus oder ich bin jetzt Krishna. Ja, aber es entsteht das Gefühl, dass derjenige das sein könnte. Also das ist so der grobe Ablauf. Aber diese einzelnen Segmente, die treten nicht immer auf. Die sind beim einen, oder es gibt Statistiken, da zum Beispiel diese Out-of-Body-Erfahrung ist vielleicht nur in 30% der Fälle. Also dass mein Körper verlässt und auf diesen Körper verlassen. Ja. Herr Mayan, Sie haben sich ja auch schon viele Menschen mit, man kann sagen, außergewöhnlichen Erlebnissen an Sie gewendet. Welche Merkmale werden denn Ihnen geschildert, wenn jemand ein Nahtoderlebnis hat? Ganz ähnlich. Im Rahmen der außergewöhnlichen Erfahrungen ist das, was bisher geschildert wurde, so, ich will nicht sagen der Standard, aber so ganz, ganz typische Erzählungen, ganz, ganz typische Berichte. Menschen fangen an zu überlegen, was bedeutet das für mich? Sie überlegen, wie gehe ich zukünftig mit meinem Leben um? Diese Berichte führen oft zu ganz einschneidenden Lebensveränderungen auch, dass Menschen anfangen zu denken, lebe ich mein Leben weiter wie bisher? Ist die Erfahrung anders? Das, was Sie genannt haben, wie gehe ich mit dem Körper um, ist eine ganz, ganz klassische Erfahrung, dass man sagt, was bedeutet eigentlich der Körper? Ist er zu klein? Ist er zu groß? Wie gehe ich zukünftig mit mir um? Das ist eine sehr, sehr spannende Frage und die wird sehr oft geäußert. Ja, also kommt auch dieses Thema Tunnel, Licht, schönes Gefühl, sind das auch so Merkmale, die Sie hören? Das in den Erzählungen ganz, ganz oft passiert das ganz, ganz oft, dass das erzählt wird. Mhm. Diese Erzählungen passen sich typischerweise an im Moment gegebene Erzählformen an. Im Mittelalter waren die Erzählungen anders als in der Neuzeit. Man kann auch immer sehr schön sehen, dass gegenwärtig mediale Einflüsse auch diese Erzählungen aufnehmen. Das finden Sie, die Erzählungen, wie Sie zum Beispiel im Herr der Ringe finden, finden Sie auf einmal auch in diesen Nahtoderfahrungen, in den Erzählungen darüber. Mhm. Das geht so alles ineinander über. Das ist sehr, sehr spannend. Ja. Ganz spannend ist die Veränderung der Menschen. Ja, darauf kommen wir später noch zu sprechen. Frau Mehne, Sie wussten am Anfang gar nicht, was mit Ihnen passiert ist. Sie haben 4 Jahre lang selber gedacht, Sie sind verrückt geworden. Ja. Und wann war Ihnen dann klar, dass es ein Nahtoderlebnis war, was Sie da erlebt hatten? Ja, das war eben durch eine Fernsehsendung. Also das ist wirklich sehr wichtig, dass in der Öffentlichkeit darüber auch aufgeklärt wird. Ich habe eben abends nicht schlafen können und habe dann ein bisschen rumgezappt. Und plötzlich hatte ich das Gefühl, da steht ein Herr in meinem Zimmer und er erzählte Dinge und ich hätte... Und in der Bauchbinde kam dann immer das Wort Nahtoderfahrung. Ich saß immer nur davor, ja, ja, ja. Es war mir selber ganz komisch, dass ich es genauso hätte sagen wollen, wie er es gesagt hat, obwohl ich noch nie was davon gehört habe. Aber es war eine absolute Erleichterung, endlich einen Begriff dafür zu haben und jemanden unbekannterweise auch getroffen zu haben, der mir bestätigt hat, aha, ich bin nicht die Einzige, sowas gibt es. Und sowas hat eben auch wichtige Implikationen für das Leben. Mhm. Herr Kuhn, jetzt gibt es Wissenschaftler, die sagen, ein Nahtoderlebnis ist eine reine Fehlfunktion des Gehirns. Wie sehen Sie das denn? Also ich bin persönlich der Meinung, dass es eigentlich eine Sache der Weltanschauung ist, was für eine Weltanschauung man hat, ob man naturwissenschaftlich orientiert ist, also materialistisch, oder ob man vielleicht offen ist für andere Weltbilder sozusagen.
die Materialisten oder die Naturwissenschaftler oder Naturalisten, die sind der Meinung, dass alles vom Gehirn produziert wird. Wenn das Gehirn stirbt, dann ist alles weg und es gibt keine Seele oder es bleibt nichts mehr übrig. Und das ist so das vorherrschende Bild. Deswegen, wenn man dann in naturwissenschaftlichen Büchern zum Thema Nahtoderfahrung liest, dann geht es meistens eben so, oder die Argumentation ist so, dass man eben dann sagt, okay, Sauerstoffmangel tritt auf, zum Beispiel beim Herzinfarkt. Das dauert dann so 5 Minuten, dann kommt es zu irreversiblen Schäden im Gehirn. Die Zellen gehen kaputt, die feuern angeblich verstärkt. Und dieses verstärkte Feuern führt dazu, dass es zu einem sozusagen so ein Feuerwerk im Gehirn kommt, was nochmal das Bewusstsein aufleben lässt und dann auflackern lässt und dann der Tod eintritt. Und was während dieses Auflackerns passiert, das sind sogenannte Halluzinationen, sagt man da, oder komplexe Halluzinationen. Aber das sind alles nur fiktive Argumente aus meiner Sicht. Mhm. Man kann ja nicht reingucken, man kann nur auf der Basis der Weltanschauung, aufgrund der Erfahrung von Krankheiten, Psychiatrie, Schizophrenie und so weiter, kennt man ja Halluzinationen, kann man nur da in diese Richtung das so vermuten. Ja, jetzt sagen Sie, es ist eine Sache der Weltanschauung. Sie selbst, ist ja auch ganz spannend, Sie sind ja nicht nur habilitierte Neurologe, sondern auch Chemiker, also Naturwissenschaftler. Und Sie waren früher auch sehr skeptisch diesem Phänomen gegenüber. Wie kommt es, dass Sie da Ihre Meinung geändert haben in Bezug auf Nahtoderlebnisse? Also ich habe ja damals das Buch von Moody gelesen, fand es sehr interessant, 1978. Aber meine ganze naturwissenschaftliche, medizinische Ausbildung, die ging dann weiter. Und dann gab es dann mal Kommentare. Ich kann mich noch an einen erinnern, 1990 im Fernsehen, da war auch was im Fernsehen. Da hat eine englische, ich will den Namen gar nicht nennen, Psychologieprofessorin gesagt, das ist doch ganz klar mit dem Tunnel, da gehen die Zellen hier kaputt und es engt sich dann immer mehr ein und so weiter. Und dann habe ich gedacht, ist alles klar, ja, wunderbar. Und ich habe mich dann jetzt nicht mehr so weiter damit beschäftigt. Erst so vor ungefähr 10 Jahren, da bin ich durch Zufall gebeten worden, mal einen Vortrag darüber zu halten im Rahmen des Netzwerks Nahtoderfahrung. Das ist also eine Vereinigung, die sich sehr intensiv mit diesen Dingen beschäftigt. Und die wollten aber mehr die naturwissenschaftliche Sicht als Gegenmeinung zu allgemeinen ihren Vorstellungen. Und da habe ich mich näher damit beschäftigt. Und je näher ich mich damit beschäftigt habe, umso mehr musste ich erkennen, dass eigentlich die bisherigen Erklärungen nicht ausreichen. Ja. Deswegen ist meine These die, dass es die Nahtoderfahrung zwar partiell, teilweise schon, da laufen schon neurobiologische Vorgänge ab, aber dann letzten Endes ist es so, dass die Phänomene nicht mehr neurobiologisch zu erklären sind. Das würde jetzt zu weit führen, das ist jetzt zu detailliert. Ja. Ich weiß nicht, ob ich es machen soll, aber... Nee, ich glaube, das ist in Ordnung so. Wenn man sich aber vorstellt, wenn Menschen träumen, fühlt sich das ja manchmal auch echt an. Ich habe das körperlich sozusagen gespürt. Wie kann man denn ein Nahtoderlebnis von einem Traum unterscheiden? Also das ist eigentlich von der Beschreibung her, von dem, was die Menschen berichten, was die Frau Mehne zum Beispiel berichtet oder andere berichtet haben, ist es auch von der Phänomenologie schon eigentlich relativ klar. Ja? Und wir selber wissen ja, was Träume sind, wir können das beurteilen. Ich habe auch keine Nahtoderfahrung gehabt. Ich habe zwar mal ein Out-of-Body, also das Verlassen des Körpers mal gehabt, da könnte ich ein bisschen was dazu sagen. Aber ansonsten kann ich auch nur aus der Literatur oder aus persönlichen Begegnungen das wiedergeben, was man so hört. Und diese Phänomenologie, die ist ja völlig anders als im Traum. Ja. Und die geht ja in ganz andere Bereiche, obwohl es manchmal so Grenzbereiche gibt, wo man sagt, okay, da hat man auch im Traum so vielleicht... betritt man in irgendeiner Form oder hat er Kontakt mit irgendwelchen spirituellen Welten oder vielleicht auch mit einem weisen Lehrer oder irgendjemand, der einem was sagen will. Das gibt's natürlich. Wie können Sie es von dem Traum unterscheiden? Genau, also ich finde, ich würde so sagen, einen Traum, in der Regel vergisst man die Träume. Man hat so ein paar Träume, die kann man immer wieder erinnern, aber die bewegen einen nicht weiter. Aber dieses Nahtodeserlebnis vergisst man nie. Und ich würde sagen, es ist wie in jeder Zelle von mir eingebrannt. Also es ist etwas, was ich niemals mehr vergessen kann und was auch ja in mir wirkt. Also es hat sogar in mir gewirkt, als ich es noch gar nicht wusste, was ich habe. Ich bin mir heute sicher, wenn ich diese Erfahrung nicht gehabt hätte, dass ich die Knochenmarktransplantation nicht überlebt hätte. Es war irgendetwas in mir aktiviert worden, was mir wie einen doppelten Boden geschenkt hat, obwohl ich keinen Zugriff dazu hatte. Das ist spannend, das zu hören, ja. Herr Mayer, es gibt ja meistens die Beschreibung, wir haben es ja vorhin schon gesagt, von Licht und schönen Gefühlen so, aber es gibt auch Menschen, die erleben ganz schlimme Sachen. Also es fühlt sich dann an wie das, was wir uns unter der Hölle vorstellen. Jetzt sind Sie promovierte Theologe.
Ist es für Sie dann ein Beweis, diese Nahtoderlebnisse, dass es Himmel, Hölle und ein Jenseits gibt? Nein. Also die Menschen machen Erfahrungen, die sie ganz tief prägen, die ganz tief, wie Sie so schön sagen, in jeder Zelle schon verankert sind, die das Leben hier auf besondere Art bestimmen, eine neue Bedeutung geben. Was man sehr schön sagen kann, ist, dass die Einstellung zu Religionen bei den Menschen anders wird. Wenn Menschen vorher sehr, ich will nicht sagen areligiös, aber eine hohe Distanz gehabt haben und sie haben solch eine Erfahrung gemacht, kommt das wieder neu in ihr Denken hinein zu überlegen, was bedeutet das jetzt? Also wie kann ich mich und meine Umwelt verstehen? Was hat das für eine Bedeutung gehabt? Und wie gehe ich zukünftig mit meinem Leben um? Das sind die drei Klassiker, die typischerweise nach diesen Erfahrungen gemacht werden. Mhm. Oftmals wird gefragt, ist das jetzt ein Beweis für Himmel und Hölle, ist ein Erweis für Himmel und Hölle? Also da wäre ich jetzt als Kulturwissenschaftler, bleibe ich auf der deskriptiven Ebene, als Pfarrer würde ich sagen, das, was uns dort begegnen wird, ist so anders, dass es kaum wahrscheinlich eine Möglichkeit gibt, das zu beschreiben. Ja. Es gibt im Neuen Testament einige Passagen, wo es so heißt, unaussprechliche Worte, unaussprechliche Dinge, ob das ist, ob die Sprachformen, die dann gewählt worden sind, das beschreiben kann, das vermag ich nicht zu sagen. Mhm. Aber was ich ganz sicher sagen kann, dass das Leben für die Menschen sehr viel wertvoller geworden ist und dass sie sagen, ich habe eine Stärke bekommen, wie Sie das formuliert haben, die ich vorher an mir gar nicht kannte. Ja. Und jetzt unterscheiden sich aber auch Nahtoderlebnisse von Kultur zu Kultur. Richtig, ganz klar. Könnten Sie da ein Beispiel nennen? Woher kommt dieses unterschiedliche Erleben? Ja, das sind die Erzählformen, das sind die Sprachformen, das sind die Bilder, die aus den jeweiligen Religionen bekannt sind und die genommen werden, um diese außergewöhnlichen Erfahrungen zu erklären. Mhm. Sie haben das ja schön genannt vorher aus einer anderen Religion. Wer einem da begegnet, welche religiösen Gestalten, welche Elemente, ob einem zum Beispiel, ob es freudvoll ist, überhaupt Verwandte wieder zu sehen. Das ist von Religion zu Religion unterschiedlich. Bei manchen ist das negativ konnotiert, bei anderen ist das sehr positiv konnotiert. Und je nachdem, was man für ein Weltbild hat, spiegelt sich das dann in den Formen wieder. Das ist kulturell gegeben. Auch die Frage, was ist auf der anderen Seite, wenn Sie in eine Religion gehen beispielsweise, die keine Vorstellung von Himmel und Hölle in unserem westeuropäischen Sinne hat, haben Sie auch solche besonderen Erfahrungen. Da würde die Frage, ist das Himmel oder Hölle, gar keinen Sinn machen. Ja. Die macht dann nur in unserem Kontext hat eine Funktion. Ja. Herr Kuhn, ich würde noch mal gerne auf das Thema Weltanschauung, das Sie angesprochen hatten, zurückkommen. Es gibt ja auch Studien zu dem Thema, und zwar massenhaft Studien. Die einen Studien sagen, ja, das gibt es definitiv. Die anderen Studien sagen, nein, das gibt es auf gar keinen Fall. Man kann natürlich seiner eigenen Weltanschauung folgen und sagen, ich glaube das eine oder das andere. Aber wenn man sich als Laie versucht, objektiv damit zu beschäftigen, woher weiß man denn, welche Studie richtig ist? Meinen Sie jetzt Studien zur Nahtoderfahrung? Zum Nahtoderlebnis, ja. Ja, also die Studien, es gibt einige wenige sehr wertvolle Studien, das sind so Studien, die geplant sind. Man sagt da auch im Fachjargon prospektiv dazu. Und die bekannteste Studie ist die von dem Holländer Pim van Lommel, ist auch ein Mediziner. Und der hat sehr viele Menschen untersucht. Aber er hat in dieser Studie aber nicht die Weltanschauung untersucht, sondern er hat nur das untersucht, was die Menschen danach berichtet haben, hat es direkt danach befragt, nach dem Protokoll. Und was eben auch sehr wichtig ist, und das ist vielleicht noch gar nicht so deutlich rausgekommen, oder doch schon partiell oder teilweise, ist das, dass man unterscheiden muss zwischen der eigentlichen Nahtoderfahrung, die Frau Mene beschrieben hat, und dem, was danach kommt, diese sogenannten Nachwirkungen. Das sind noch mal ganz, die hängen zwar zusammen, sehr eng zusammen, aber es sind zwei ganz verschiedene Dinge. Die meisten Menschen, wenn sie erstmal mit Nahtoderfahrungen sind, denken sie eben nur über dieses Phänomen an sich mit dem Gehirn und so weiter. Aber ansonsten, das, was danach kommt, das haben Sie ja auch kurz erwähnt, das ist, und das wurde in dieser Studie von Pim van Lommel eben auch nach 8 Jahren nochmal untersucht, das sind wirklich wahnsinnige Veränderungen der Menschen, die da spirituell auftreten, auch der Glaube an ein Leben nach dem Tod ist sehr. Würden Sie das so zusammenfassen, dass die Studien definitiv beweisen, dass es Veränderungen gibt, aber sozusagen noch offen lassen, ob das Phänomen, wie das existiert? Also die Studien, diese speziellen Studien, es gibt wie gesagt sehr wenige, die beweisen, dass es Veränderungen gibt. Da gibt es keinen Zweifel. Da kommen wir doch mal zu den Veränderungen bei Ihnen, Frau Mene. Wir haben es ja vorhin schon gesagt, Sie wussten am Anfang nicht, was da passiert ist, 4 Jahre lang nicht. Haben Sie während der Zeit, aber Sie wussten, es ist was passiert, haben Sie da mit Ihrem Mann, Ihrer Familie, Angehörigen drüber gesprochen?
Also nach dieser Fernsehsendung habe ich dann... Also vier Jahre später erst, genau. Ja. Da habe ich dann mir erst mal Moody besorgt. Mhm. Den habe ich nämlich komischerweise nicht gelesen, obwohl ich mich immer schon als junges Mädchen auch sehr intensiv mit Fragen, Leben und Sterben und so auseinandergesetzt habe und schon mit 15 Jahren auch meine erste Sterbebegleitung im Krankenhaus gemacht habe. Aber gut, es sollte halt nicht sein. Also dann habe ich erst mal gelesen. Und dann habe ich mich so vorgetastet. Und ich habe dann meinem Mann mich anvertraut und bin heute noch sehr dankbar, dass er sehr geduldig mit mir war und mir erstmal alles geglaubt hat und zu mir gestanden hat, weil ich natürlich später auch andere Erfahrungen gemacht habe, also dass eben Menschen mich tatsächlich für völlig übergeschnappt gehalten haben, für eingebildet oder sonst was, oder die es mir halt nicht geglaubt haben. Also ich habe alles erlebt. Aber Sie haben es 4 Jahre für sich behalten. Naja, 4 Jahre wusste ich es nicht. Ja. Und dann war eben das so, wie wenn ein Ventil geöffnet wird. Und ich hatte dann einen riesigen Hunger auch, mich zu informieren. Also was ein Glück, gibt es Bücher, dass man lesen kann. Ich habe dann auch das große Glück gehabt, dass ich sehr früh Wissenschaftler getroffen habe. Ich erinnere noch an Professor Ewald, den habe ich auf einer Tagung gehört und das war für mich also wundervoll, einen Wissenschaftler zu treffen, der mir manche Dinge auch sehr klar erklären konnte. Das hat mir sehr, sehr geholfen. Ja. Mehr sogar noch als mein Pfarrer. Ich will nichts Böses über Pfarrer sagen, aber er war ein bisschen hilflos mit mir, muss ich ehrlich sagen. Und Was hat es denn mit Ihnen gemacht, wenn Sie sowas erzählt haben? Sie haben gesagt, mit Ihrem Mann haben Sie sehr positive Erfahrungen gemacht, aber Sie haben auch gesagt, Menschen haben Sie für verrückt erklärt. Was hat es mit Ihnen gemacht, wenn Sie so Reaktionen bekamen? Auf der einen Seite bin ich sehr viel sensitiver geworden. Also ich kann viele Dinge spüren. Ich habe zum Beispiel auch die Fähigkeit, manchmal Dinge vorherzusehen, die dann auch noch stimmen. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, dass ich eben dieses Gefühl dieser Liebe und der Freiheit als etwas empfunden habe, was ich in meinem Leben mehr leben möchte, was aber gar nicht so leicht ist, weil ich auch gemerkt habe, dass die Menschen mit einer Liebe auch oft Schwierigkeiten haben. Das ist gar nicht so einfach, die Liebe zu verschenken. Mhm. Es gibt da ganz viele Abwehrmechanismen, weil man sich vielleicht auch bedroht fühlt. Und was mich auch sehr beschäftigt hat, war halt mein Weltbild. Also mein Weltbild ist halt über Bord gegangen. Ich habe eben das mit Himmel und Hölle geglaubt. Aber das, was ich erlebt habe, war etwas, was viel weiter dahinter geschaut hat. Ja. Also, das heißt, es ist gar nicht so an Sie rangekommen, wenn Menschen Sie sozusagen für verrückt erklärt haben? Naja, schon. Das hat mich schon gekränkt am Anfang. Aber irgendwann habe ich dann auch Verständnis gehabt. Ja. Weil ich meine, wenn mir jemand sowas erzählt hätte, muss ich jetzt mal ehrlich sagen, und ich hätte nichts davon gewusst, dann hätte ich auch erst mal gedacht, na, ist noch alles in Ordnung? Wie kann denn Herr Mayer Außenstehende damit umgehen, wenn es Ihnen schwerfällt, sowas zu glauben, was Sie da hören? Das ist was Sie erzählen, das ist ganz, ganz typisch für viele Beratungsgespräche. Die fangen oft an mit dem Satz, also sicher denken Sie jetzt, ich bin verrückt. Aber, und ich denke manchmal, 4 Jahre mit sich und mit diesen Erfahrungen, die ganz tiefgreifend sind, umherzugehen, zu überlegen, was ist da mit mir passiert, was habe ich erlebt, kann ich mir überhaupt jemandem offenbaren, schade, dass der Kollege da nicht adäquat reagiert hat. Das ist eine ganz eigenartige Sache in unserer Gesellschaft, wenn Leute außergewöhnliche Erfahrungen haben, sie dann nicht gleich in so ein Raster wie Verrücktheit oder Spinnertum oder so zuzuschreiben. Was raten Sie konkret? Wie soll man damit umgehen? Das erste, zuhören, erzählen lassen, nicht nur einmal, sondern 10-mal. Immer wieder. Und nachfragen, ganz, ganz wichtig ist nachfragen. Ganz egal, bei außergewöhnlichen Erfahrungen. Weil egal, wenn wir alle die Erfahrungen machen, das ist ja etwas, was normalerweise gesellschaftlich nicht geteilt wird, das erzähle ich nicht so nebenbei in irgendeiner Form. Ja. Und dann das wirklich auch bereit sein zu äußern und dann zu sagen, jetzt, es ist ungewöhnlich, ich habe das noch nie erlebt, was passierte da genau? Fühlst du dich da wohl dabei? Was hat das in deinem Leben verändert? Wichtig an den Erzählungen ist immer, was ist das für die Zukunft? Viele Menschen bleiben manchmal in so einem ganz eigenartigen, wie soll ich sagen, sie bleiben wie verhärmt, wie verhärtet, weil sie
nicht die Möglichkeit haben, das in ihr eigenes Leben weiter zu integrieren, ja, zu ölen, das weiterläuft. Das, das muss wirklich integriert werden. Ja, also das ist auch viel Arbeit. Mhm. Ja, Sie haben ja auch zwei Bücher zu dem Thema geschrieben, auch um das zu verarbeiten. Und Ihre Einstellung zum Tod hat sich auch verändert. Können Sie das uns in einem Satz zusammenfassen? Also ich habe keine Angst mehr vor dem Tod. Und ich weiß einfach, dass wenn meine Physis verstirbt, weil sie nicht mehr funktionstüchtig ist, dass ich eben in eine andere Form des Seins übergehen werde. Aber ich brauche dafür überhaupt gar keine Bilder. Ich weiß, dass ich irgendwie weiter existiere und ich finde das wunderbar, dieses Wissen in mir zu spüren. Herr Kuhn, was raten Sie Menschen, die so ein Nahtoderlebnis haben? Also Frau Mehne hat es ja schon gesagt, man sollte vielleicht sich informieren. Erstmal muss man erkennen, dass man überhaupt ein Nahtoderlebnis hat. Das ist ja das Primäre. Aber wenn man schon so das Gefühl hat, dann sollte man sich informieren. Über Bücher einerseits, Fernsehen andererseits, aber auch über Vorträge. Ich kann mich erinnern, ich habe einige Vorträge schon gehalten und es waren immer nach den Vorträgen waren so 3-4 Leute von 100 Leuten, die kamen dann danach zu mir, obwohl ich vorher gesagt habe, wer eine Frage hat oder so, soll sich bitte melden, aber die haben sich nicht getraut. Ja. Und dann sind sie rausgekommen und haben gefragt, ja, ist das eine Nahtoderfahrung? Ich habe sowas Ähnliches erlebt, dann erzählen sie irgendwas, also ist teilweise unterschiedlich und dann muss ich das einordnen und meistens sind es wirklich so Teil Nahtoderfahrung. Informieren, kundig machen, sagen Sie, Frau Mehne, zum Schluss noch eine Frage. Was würden Sie denn von der Gesellschaft wünschen im Umgang mit Nahtoderfahrenen wie Ihnen? Dass diese Erfahrung und diese Dimension einfach zugelassen wird. Also es gibt viel mehr auf der Erde und im Himmel, oder zwischen Himmel und Erde, was seine Berechtigung hat. Dankeschön. Nahtoderfahrung, nur ein Feuerwerk der Neuronen. Das war heute unser Thema bei Alpha und Omega. Danke fürs Zuschauen und danke, dass Sie da waren und es erzählt haben, uns, Frau Mehne. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.